Es war Samstag, kurz nach 11 Uhr. Ich spielte gerade ein bisschen Super Mario 3D Land auf meinem Nintendo 3DS. Ich bin zwar durch, habe aber alle 5 Sterne und sie glänzen. Dennoch hatte ich Lust, einfach so die Levels nochmal durchzuspielen. Ich war in Feld 4, in dem Buhu-Schloss. Ich hatte auch schon die Zielfahne erreicht. Von einem Freund habe ich erfahren, dass wenn man 30 Sekunden wartet, am rechten Rand hinter dem Zaun ein Geist auftaucht. Ich habe gewartet und er kam auch. Aus Langeweile versuchte ich, über den Zaun zu springen. Es klappte natürlich nicht. Ich ging in Richtung Zielfahne, als plötzlich ein lautes Piepen aus meinem 3DS kam. Das Spiel war wohl etwas verstaubt oder so. Ich dachte mir eigentlich nichts dabei. Mario fand sich in einem dunklen Wald wieder. Die Musik verstummte. Es war nur noch ein Windzug und Waldtiere zu hören. Das war eigenartig. Vielleicht ein geheimes Level. Mario ging jedoch von alleine. Das fand ich besonders gruselig, denn auch die Geräusche wurden verkratzter und lauter. Es rauschte. Der Geist schwebte über einer Lichtung. Es schien die Box, die einem sagt, dass man eine Pause machen sollte. Jedoch waren die Worte "sei nicht so neugierig" zu lesen. Das Spiel sowie mein 3DS stürzten ab. Ich war verwirrt und schockiert. Nicht neugierig sein? Was stimmt mit diesem Spiel nicht? Ich schaltete mein Spiel wieder ein. Statt dem Titel war "sei nicht so neugierig" zu lesen. Statt Marios Bild wurde nur der Geist gezeigt, der einen mit roten Augen anstarrt. Das typische von Mario gesagte "Super Mario 3D Land" war ziemlich verzerrt. Es tat ein wenig in den Ohren weh. Es gab drei Spielstände: Du, Wirst und Leiden. Das Mii hatte nur zwei verkratzte schwarze Kreise als Augen und sonst kein Gesicht und keine Haare. Es war blasser, als es möglich war. Es war bei allen drei Spielständen. Mir lief es kalt den Rücken runter. Ich fühlte mich so verfolgt von diesem Geist. Ich wählte aus Neugier die erste Datei. Der Bildschirm schien zu zerspringen von innen. Die Nachricht "Nein" erschien. Die Datei löschte sich selbst. Ich wählte die zweite. Diesmal begann der Bildschirm von innen blutig zu werden. Auch sie verschwand. Es blieb mir nur noch die dritte Datei: Leiden. Allein der Titel machte mir Angst und die Neugier übermannte mich. Eine Textbox: "Du willst leiden? Na gut." Ich war wieder am Ende des besagten Buhu-Levels. Das ist ja fast schon komisch wie diese komischen Pokémon-Geschichten. Die Zielfahne war weg. Stattdessen leuchtete die Stelle, an der der Geist war, in einem tiefen Rot. Es war keine Musik zu hören. Ich ging zum Geist. Er leuchtete rot. Ich musste wissen, was los ist. Ich war wieder im Wald, wo ich den Geist zum ersten Mal getroffen hatte. Ich hatte 666 Sekunden Zeit. Sie vergingen aber nicht. Ich hatte null Leben und null Münzen. Es war verschwommen und der Bildschirm flackerte. Die Risse wurden größer, das Blut tönte den Bildschirm rot. Ich erhielt ein Bild. So wie nach jedem Bossgegner. Der Geist war zu sehen, in seinen roten Augen sah ich verzerrte, gequälte Gesichter. Auf dem Bild steht als Untertitel: "Ich nage schlimmer an dir als deine Neugier. Das schwöre ich." Das Spiel stürzte wieder ab. Meine Finger taten weh. Glassplitter und Blut. Ein bohrender Schmerz. Ich fand eine neue App vor. Sie trug den Titel E-467 und so weiter. Ich fand das extrem eigenartig. Allein der Name war ein Symbolchaos. Ich öffnete sie. Mario lag tot am Boden, das seltsame Mii daneben. Ich drückte schnell den Home-Button. Nichts. Ich drückte alle Tasten. Dann sprang der Geist aus dem Hintergrund hervor. Eine dämonische, leise Stimme flüsterte: "Wenn dich die Neugier packt, wirst du der Nächste sein."